флагами видов вооруженных сил. Еще раз. Российской. Der INF-Vertrag ist eine Auswirkung des erfolgreichen NATO-Doppelbeschlusses. Er hat dafür gesorgt, dass es keine Mittelstreckenwaffen mehr in Europa gibt. Und es gibt jetzt die Besorgnis, dass Russland dagegen verstößt. Hier brauchen wir Klarheit. Wir brauchen Vertragstreue von Russland. Und wir müssen wissen, ob wir weiterhin ein gemeinsames Sicherheitskonzept für Europa haben. Und deswegen erwarten wir von Moskau, dass es jetzt die Karten auf den Tisch legt. Herr Präsident, Stimmung. Die man fast in der gestrigen Rede des russischen Präsidenten hat er neue atomare Waffensysteme angekündigt. Und ich glaube, 11.000 Panzer will Putin anschaffen von diesen neuen Amatar-Panzern, die am 9. Mai über den Roten Platz gerollt sind. Wir brauchen eine europäische Reaktion. Moskau muss wissen, wir beobachten das. Putin will die Welt in eine neue Aufrüstungsspirale zwingen. Ziel der Koalition ist die Abrüstung, verifizierbare Abrüstung aller Massenvernichtungswaffen. Deutschlands und Europas Sicherheit hängt davon ab, dass wir fest im westlichen Bündnis stehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Westen kann nur geschlossen reagieren. Wir brauchen Einigkeit im Bündnis. Wir müssen eng uns abstimmen mit den US-Amerikanern, die unser engster sicherheitspolitischer Partner in der NATO sind. Aber vor allen Dingen müssen wir jederzeit in der Lage sein, mit Achtsamkeit auf das zu reagieren, was dort geschieht, aber auch mit Resilienz. Das heißt, die NATO darf dem nicht wehrlos ausgeliefert sein, sondern sie muss in der Gelegenheit sein, jederzeit auch darauf zu reagieren.